Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mit einer kleinen Grafikvorstellung bzw. mit einer Spielefiltereinstellung. Denn mir wurde schon des Öfteren mal die Frage gestellt: Hier, du Jimmy, sag mal, wie machst du das eigentlich, damit das bei dir im LS doch so realistisch aussieht und so, ja, irgendwie andersfarbig? Denn man sieht auch hier von den Texturen her und auch von den Farbgebungen her, ja, das ist im LS dann teilweise doch so ein bisschen gelblich dargestellt. Und ja, ich werde euch heute mal zeigen, wie ich hier meine Einstellungen mache. Und wenn ihr eine NVIDIA GeForce Grafikkarte habt und dementsprechend dann auch NVIDIA GeForce Experience habt, dann könnt ihr, wenn ihr Alt und F3 drückt, dann kommt ihr in den Spielfilter und könnt hier oben verschiedene Stile, verschiedene Spielfilter anlegen. Ich habe jetzt extra für euch einmal hier die 1 komplett leer gemacht und wir werden jetzt heute mal gemeinsam zusammen hier den Spielfilter basteln bzw. hier einmal die richtigen Einstellungen machen, damit das Ganze nachher ein bisschen farblich abgestimmter, ein bisschen einfach ein bisschen realistischer wirkt und dass dieses bisschen gelbliche, was einfach hier im LS drin ist, so ein bisschen rausgefiltert wird. Dazu gehen wir einfach hier mal auf die Filter hinzufügen und nehmen uns als allererstes einmal den Schärfenmodus. Und da stellen wir einmal die Intensität und die Filmkörnung. Das passt sogar schon auf 74 und 50. Dann ist das schon mal perfekto eingestellt. Dann als nächstes fügen wir hinzu den Spielefilter Farbe. Und hier, ihr seht schon, das Bild, das hat sich schon direkt geändert. Und hier wählen wir, oh, tatsächlich sind meine Einstellungen, die ich vorher gewählt habe, alle schon übernommen worden. Denn wir setzen die Tönungsfarbe hier auf 36%, die Tönungsintensität auf 30%, die Temperatur auf 0,5 und die Farbanpassung auf 2,5. Und dann sollte euer Bild schon mal zumindest so wirken. Was auf jeden Fall schon mal, wenn man das mal ganz kurz im Vergleich sieht, schon deutlich, deutlich besser sein. Also man sieht schon, der Himmel wird ein bisschen bläulicher. Der Boden wird auch, dadurch, dass das ja hier so ein Schotter-Dreckmix ist, ja, wird schon direkt ein wenig, ja, das sieht nicht mehr so, so leicht bräunlich aus, sondern es sieht tatsächlich schon nach Schotter aus. Dann als nächstes, wenn wir diese Einstellungen getätigt haben, also Tönungsfarbe 36, Tönungsintensität 30, die Temperatur auf 0,5 und die Farbanpassung auf 2,5, nehmen wir direkt den nächsten Filter hinzu und der nennt sich Einzelheiten. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, hier ist er, Einzelheiten. Und mit den Einzelheiten stellen wir dann einmal die Schärfe ein, auch auf 50%. Die Klarheit auf 5%, die HDR-Tönung auf minus 24% und die Überstrahlung auf 6%. Und dann sollte euer Bild schon demnach aussehen. Und ihr habt schon vielleicht direkt gesehen den Unterschied wieder. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Es ist wirklich ein heidengroßer Unterschied. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Filter. Den nehmen wir noch mit rein. Und das ist einmal Belichtung und Kontrast. Und da habt ihr jetzt auch gerade schon gesehen, da hat sich das wieder das Bild noch ein bisschen deutlich verbessert. Und da setzen wir die Belichtung auf 5%, dann einmal den Kontrast auf 23%, das Punkteponten auf 46%, Schatten auf minus 10 und Gamma auch auf minus 10. Und schon, Freunde, habt ihr ein viel realistisch wirkenderes Bild. Und wir können uns das Ganze nochmal hier jetzt im Vergleich ansehen. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber dieser Unterschied ist dann doch schon sehr,
sehr groß. Ich finde, das hier sieht viel realistischer aus. Und damit, finde ich, kann man auf jeden Fall gut arbeiten. Und es sieht meines Erachtens nach richtig schick aus. Also ich finde, man sieht auch hier so die einzelnen Elemente, die wirken dann viel besser. Der Dreck kommt viel mehr raus. Generell auch die Lackierung in der Farbe, in der Konstellation mit dem Grün und dem Gelb jetzt hier bei dem John Deere, das wirkt einfach schon viel realistischer. Ich zeige es euch einfach noch einmal ganz kurz im Schnellüberblick, damit ihr euch vielleicht auch ein paar Screenshots machen könnt. Also Schärfen 74, Filmkörnung, also Intensität 74, Filmkörnung auf 50. Bei der Farbe gehen wir auf die 36 in der Tönungsfarbe, in der Intensität auf 30, in der Temperatur auf 0,5 und in der Farbanpassung auf 2,5. In den Einzelheiten sieht es wie folgt aus: Schärfen auf 50, Klarheit auf 5, HDR-Tönung auf minus 24 und die Überstrahlung auf 6%. Und zu guter Letzt die Belichtung. Da gehen wir in der Belichtung auf die 5%, im Kontrast auf die 23 im Hoc de Punten oder Panten, ich weiß gar nicht, wie man das genau ausspricht, auf 46%, bei den Schatten auf minus 10 und bei den Gammern auch auf minus 10. Eins muss euch aber noch gesagt sein, denn diese Einstellungen, die habe ich jetzt nur für diese Farm hier genommen. Also das ist immer von Karte zu Karte ein bisschen unterschiedlich, weil da auch die einzelnen Lichtspiele, die einzelnen Lichteinstellungen ein bisschen variieren. Da müsst ihr dann einfach bei den Reglern vielleicht hier und da ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts ausweichen. Aber wenn ihr das Ganze immer so gestalten wollt, dann nehmt einfach diesen Filter als kleinen Anhaltspunkt und variiert einfach die kleinen Regler ein bisschen nach links und nach rechts. Ja Leute, ich hoffe, euch hat das gefallen und wenn ja, dann lasst mir doch gerne ein Däumchen da. Ich würde mich auf jeden Fall unheimlich darüber freuen und gebt mir doch einfach mal euer Feedback dazu, wie euch diese Grafikeinstellung gefallen hat und ob ihr sie für euch übernommen habt und ob ihr damit was anfangen könnt. In diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Kakao.